Schalte weg. Wenn du so Herr Jupp, würden Sie... Ich habe mich von Ihnen klein. Ich habe dies Jahr im Frühjahr, weil ich mir ein Museum ansehen wollte in Rostock, eine Ausstellung von ihm gesehen und die war einfach, die hat mich sozusagen eingenommen und ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war einfach eine ganz, ganz fantastische Ausstellung und zwar Job völlig weg von dem, wie wir ihn kennen. Er hat ja mehrere große Katzen in seinem Leben gemacht. Ja. Er hat ja sozusagen dieses Modelabel für jedermann verlassen, indem er Job verkauft hat. Und jetzt macht er Wunderkind. Und Wunderkind, das sind alles Einzelstücke. Das ist ja auch schon Kunst für sich. Und das, was er hier zeigt in seiner Kunst, hat vielleicht von der Stofflichkeit manchmal was damit zu tun, mit dem, was er im Fashion-Bereich macht. Aber im Ausdruck und in der Intensität ist es völlig frei. Und was er auch macht, das sieht man ja, dass es zwei völlig unterschiedliche Parts sind. Er hat die ganze Farbe rausgenommen aus seinem Leben, aus seiner Figur. Er beschäftigt sich hier nur mit Schwarz und Weiß. Und also Job, glaube ich, das habe ich vorhin mal gesagt, und das, da bin ich mir auch ganz sicher, sonst hätte ich mit ihm auch nicht in meiner Galerie in Korea eine Ausstellung, eine Einzelausstellung gemacht. Wir werden ihn jetzt auch im November in Berlin zeigen. Das ist die Entdeckung des Jahres als bildender Künstler. Da kann man sehen, da kann man sich selbst ein Bild davon machen. Das ist gesamt, das muss man als Gesamtkunstwerk sehen, auch diese Sondershow hier. Das wird bestimmt auch einige junge Künstler inspirieren, was weiß ich, andere Wege zu gehen. Und Job wird als bildender Künstler mindestens dieselben Erfolge feiern werden, die er als Fashion Designer hat.